Total. Und recht herzlich willkommen beim Sondersender Nordrhein-Westfalen Ultra HD Web TV, der Sender 98,5 Ultra HD Astra 98,5 Ost. Das war noch Zeit. Du bist TV. Wir nehmen es heute wieder auf im Jahre 2018. Du bist TV. Ja, du bist Fernsehen. Und wir beginnen mit Patrick Neumann, Zelle 7, Block B, Hotel K in Bali. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schlagen eine Brücke von Bali zu Essen in die Welt. Hier beim Sondersender NRW TV, meiner eine AWR Movie, Online, Web TV, Foto- und Filmproduktion, nimmt es jetzt mal wieder selbst in die Hand. Wir haben das große Sommerloch. Wir haben 30 Grad draußen, meine Stimme ist belegt, weil ich habe mir schon eine Erkältung zugezogen. Das geht ruckzuck, Mordshitze und dann macht man Wind. Und wenn der Wind kommt, ist man natürlich unterkühlt. Und wenn man unterkühlt ist, hat man eine Erkältung. So, dann beginnen wir jetzt mit Patrick Neumann in Bali. Guten Morgen! Ich muss aber unterbrechen. Wie das gerade so war, ich wollte anfangen, Patrick Neumann zu grüßen. Das tue ich auf diesem Wege. Wie gesagt, Hotel K, Block B, Zelle K. Oder ja, kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Müssen wir eben nochmal rein. Da ich ja gerade unterbrochen bin. Das ist die Vorankündigung vom Sondersender Ultra HD Web TV hier in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten ja den NRW TV und so weiter und so fort. Aber so einfach ist es nicht, aber wir machen weiterhin über YouTube-Kanal etc. pp. Bei Facebook, Instagram und den anderen Sachen. Wir kriegen das schon hin. Wir schlagen eine Brücke von Bali nach Nordrhein-Westfalen. Grüße! Weil wir internationales Publikum haben, aus Indonesien, aus Bali, ja alle. Wir haben auch Indonesier hier, die Richtung für Stimmung sorgen, in Gelsenkirchen zum Beispiel. Oder hier in der Stadt Essen, wenn 18 Einheiten ausrücken, um dieser Stimmung Herr zu werden. Ja, wenn da Kadaumes ist, dann geht es richtig zur Sache. Und wie gesagt, Neumann, Patrick, ist jetzt im Hotel K, zwei Münchner im Hotel K, im Block B, Zelle 7. Ja, auf 2,7 Quadrat hat man nicht so viel Spaß und deswegen versuchen wir eine Sendung zu machen hier, auch mit Live-Schaltung und so weiter. Wir wollen was Interessantes hochfahren, eine Brücke von Bali nach hier. Gut, jedem kann es passieren. Irgendwie sind wir alle in irgendeinem Knast, Privatknast etc. Ich bin auch ein Knastologe, Gitterkunde und muss und habe Freigang, auf Deutsch gesagt. Ein Selbstständiger ist nie frei, ein Selbstständiger muss immer. Ein Selbstständiger wird immer irgendwie irgendwo gegeißelt, das ist so. Und das ist halt auch in Bali passiert. So, die Australier haben über Bali berichtet. Deutschland ging nicht, man hat es versucht, aber klappte nicht. Und unser Eins macht es jetzt, sondern seiner NRW TV, Ultra HD Web TV, weil wir jetzt wir können es ja, wir haben es ja an sich. Wie gesagt, macht unser einer keine Filmchen, außer jetzt Star Wars, weil 30 Jahre bei Star Wars gearbeitet und jetzt die restlichen Jahre halt nur so. Aber warum nicht? Wir haben 1995 das vorgestellt, wie gesagt, UPROM TV, UPROM TV 98,5, Astra Ost 0,5, also 98,5, Ultra HD und so weiter. Das war. Wir hatten 6,8 Millionen Zuschauer und so weiter und so fort. War eine tolle Geschichte, geht aber leider nicht, weil mittlerweile wissen wir, die Großen kaufen auf, die Großen machen die Kleinen weg. So, wir sind ein Minisender, das ist richtig, korrekt, ein Minisender hier aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben nämlich das amerikanische Produkt seit 1995 und zwar der Sender um die Ecke, so wie in Amerika. In Amerika gibt es einige Sender und wenn die aufräumen, wenn da die Kamera kommt, ja, wenn da der Helikopter über dich schwebt, dann Channel 21 oder Channel 9, da sollte man reingucken. Sogar der Präsident schaut gewisse Channel, weil, ja, ist so. Auch Herr Trump guckt gewisse Channel, weil wenn die berichten, da guckt die Masse hin, weil das Fernsehen in Amerika komplett anders aufgebaut ist wie hier. Das Fernsehen hier ist eine Unterhaltung, die aber nicht das richtige Leben darstellt, sondern künstlich darstellt. Wir zeigen das Leben, das wahre Leben, das echte Leben. In Bali und auch hier. Wir nehmen es als Brücke. C3PO hat eine tolle Idee gehabt.
nennen wir es Outer Rim oder Jakku. Dann sind wir noch weiterhin im Star Wars Modus. Unsere Rebellenfreunde sind halt in Jakku bzw. im Outer Rim gestrandet. Und jetzt sitzen sie dort und wir holen sie da auf irgendeine Art wieder raus. Wir berichten, mal schauen, wie wir diese Berichterstattung hinbekommen. Wir schauen mal, wie wir das Ganze aufziehen, aufbauen. Das ist hier die Ankündigung, damit ihr seht, dass es live ist. Wir sind live verbunden. Die Uhr sagt Bescheid, wenn einer irgendwie... Und wir sind live geschaltet bei Facebook, bei Instagram. Wir kriegen das schon hin. Das ist die Vorankündigung. Meiner einer, euer AWH Movie... Foto- und Filmproduktion, also euer AWH Solo oder Captain Rex, je nachdem. Schauen wir mal, wir werden halt eine Brücke bauen zu Bali. Nur das ist ein 6-Stunden Unterschied. Wenn meiner einer um 6 Uhr morgens vor die Kamera tritt, ist da schon Mitternacht. Na, 6 Stunden sind im Voraus. Wenn wir halb haben, haben die schon längst Silvester, Neujahr. So, um das mal klarzustellen. Also wie gesagt, wir haben hier DJ Valdez gehabt aus Malaysia, der uns vieles berichtet hat aus Indonesien, wie es dazu geht. Wir haben uns die Sachen angeschaut in Indonesien, wie es da zur Sache geht, den Gouverneur etc. pp. Wie gesagt, es ist ein sehr berühmtes Hotel K. Und der Block B hat auch schon seine Berühmtheit und die Zelle 7 wird jetzt ganz berühmt, weil wir darüber berichten werden. Wir werden jetzt eine Brücke schlagen von Bali zur NRW. Zwei Münchner halt im Hotel K und sind zwei sehr sympathische Herren. Wir mussten auch bei unseren Dreharbeiten, weil wir da reingeschaut haben, schmunzeln. Deswegen hatten wir ja das auch mit dem Sieb schon bei uns im Star Wars Bereich reingenommen, aber wir werden es trennen. Wir werden natürlich weiterhin unsere Star Wars Show machen und jetzt eine neue hier beim Sondersender NRW TV. Aber wie das so ist mit Facebook und das alles, es wird ja alles in der heutigen Zeit kontrolliert. Wir sind nun mal offen und ehrlich, deswegen zeigen wir es so, ich zeige es so, auch unter laufender Kundschaft, die auch jetzt wieder reinkommt. Ich muss wieder unterbrechen, bis später. Hallo. Weil wir alle live verbunden sind, wir sind hier international, gerade auch, ihr hört an meiner Stimme, irgendeine Art Sommergrippe. Also es fing im Hals an weh zu tun, gerade mit der jungen Dame gesprochen, während ich ihre Kopien gemacht. Sagt sie bei mir auch, das fing gestern an, mit dem Hals, ja, richtig, sag ich, bei mir auch, am ersten fing dann an so mit dem Hals, ich bin der Vermutung, aber wir haben ja fast 30 Grad, meine lieben Freunde, das ist eine andere Hitze wie jetzt in Bali, ja. Und ja, ich habe natürlich so voll China-Öl und so weiter gemacht, damit die Stimme ein bisschen klarer wird. Ne? Sie sagt auch, ja, also wir sind verbunden, darum geht's. Wir sind alle verbunden, egal wo wir sind. Wir schwitzen in Bali auf 2,7 Quadrat, weil Outer Rim, weil Jakku, weil Darth Vader uns fangen will, weil wir Rebellen sind. Wir sind rebellisch. Sonst würden wir nicht vor laufender Kamera hier sagen, ey Leute, hier stimmt doch was nicht. Hier stimmt gewaltig was nicht. Seit 2015 ist Deutschland doch auch indonesisch und was hier alles reinkommt. Die indonesischen Familien, die sich hier lautstark unterhalten, wenn dann 18 Fahrzeuge der Uniformierten kommen, um dieser Unterhaltung mal zu sagen, ey, ne, hört mal auf, euch zu unterhalten. Ja, und in Gelsenkirchen genauso, da geht es richtig zur Sache. Ne? Ja, da wird richtig argumentiert. Da gibt es schon Häuserblöcke, die denen gehören, auf Deutsch gesagt. Also ist doch Bali in NRW genauso vertreten, wie NRW in Bali vertreten ist. So, zwei Münchner sind halt jetzt auf 2,7 Quadrat und sind im Hotel K und sind halt auf Bali. Auf the dark side of the side of Bali. The dark side of Bali. Ja, hier ist die dark side aus Nordrhein-Westfalen. Meine lieben Freunde, 1933 bis 1945 war hier die Stadt Essen bis Mönchengladbach so schwarz-braun. Ihr glaubt es kaum. Ne? Wollte ich nur gesagt haben. Es bleibt überall dasselbe. So, wir schlagen jetzt eine Brücke zu Bali, hier zu den Jungs. Wir denken uns das aus. Es geht über Facebook, Instagram, es ist alles möglich. Wir brauchen keinen Skype oder so. Hier ist die allermodernste Technik, hier ist Industrie 4.0. Das wird jetzt hier gezeigt. Hier können wir es nicht nur zeigen, wir werden es auch zeigen. 3DRYPO wird auch dabei sein. Er wird auch mehr sprechen. In der Therapiesendung war 3DRYPO ein bisschen ruhig. Weil wir in Therapie waren. Wir haben den ganzen Hass von Star Wars mal gleiten lassen.
Es geht ja richtig zur Sache da bei Star Wars. Und jetzt gehen wir halt nach Bali, oder zu Bali, zu Nordrhein-Westfalen. Wir schlagen eine Riesenbrücke. Und wenn sich das verselbstständigt, freuen wir uns, wenn ihr Kontakt dann aufnehmt mit Hotel K, Block B, Zelle 7, mit Patrick Neumann. Patrick Naumann, der jetzt am ersten Geburtstag hatte, Mr. Catman, weil, also die machen eine tolle Geschichte, die machen das Beste daraus, wir sind total frei hier, wir wissen ja manchmal gar nicht anzufangen mit unserer Freizeit, auch wenn wir hier Knastologie und Gitterkunde vertreiben, wir sind Freigänger, aber so frei sind wir überhaupt nicht, wir sind alle nicht frei, aber wir sollten uns alle mal irgendwie zusammentun und ne, ja, was für ein Trauerspiel, was da manchmal so passiert. Also wir versuchen es. Ich begrüße euch beiden da jetzt. Es sind 6 Stunden vergangen. Ja, ich hoffe, ihr habt das euch ansehen können. Ihr habt natürlich auch nicht so viel Freizeit, wie man glaubt, ihr hättet. Es ist nicht gerade so leicht. Aber wir denken, also wie gesagt, das Sieb da. Die Geschichte mit dem Sieb, das war schon spitze. Und wenn ihr da noch einige Sachen habt, ihr könnt natürlich... alles Mögliche, man kann natürlich alles Mögliche zeigen. Ja, ein Deutscher bringt jetzt den Indonesern das Essen bei. Ja. Ein Deutscher aus Gelsenkirchen ist jetzt in Indonesien. Indonesien ist jetzt in Gelsenkirchen. Also, passen tut das ganz schön. Ja, es passt. River Kwai. Ja, wir machen eine Sendung aus River Kwai. Dort ist die Hitze, hier ist auch Hitze. Wir können live schalten bei Facebook mittlerweile. Wir brauchen kein ICQ. Wir können auch live schalten bei Instagram, es geht alles. Es funktioniert, das kriegen wir hin, überhaupt kein Thema. So, das ist die Ankündigung Bali, NRW Bali und ja, lasst euch mal überraschen, was da kommt. Ich begrüße jetzt erstmal auf dem Wege Bali, Hotel K, Zimmer 7, Block B. Catman, nochmal Gratulation zu deinem Geburtstag, 1. Juli. Meiner einer war ja am 19.06. Danke, hast ja auch gratuliert, fand ich auch nett von dir. Sind da durch Zufall, durch das Internationale, darum geht's. Wir sind international, wirklich vor Ort, auch weltweit. Und durch diese Internationalität und vor allen Dingen Industrie 4.0, ja, wir können ja alles Mögliche jetzt bewegen hier, dass das jetzt hier kontrolliert wird, ist klar. Ja, das ist klar. Wir können jetzt hier nicht einfach so auf Sendung gehen. Da schalten sich jetzt reichlich zu. Meine lieben Freunde, Captain Rex, The Rebellen Armee, Star Wars und so weiter. Wir grüßen die Imperialisten, den Imperator. Wir werden euch ein Schnäppchen jagen. Wir werden eine tolle Sendung machen. Morgen, Grüße. Morgen. Der Juli. Die Uniklinik war gerade hier. Auch die streiken. Die Uniklinik hier. Wir haben ja hier in der Stadt Essen die Universitätsklinik mit vielen Fachärzten und wir sind hier nun mal die Anlaufstelle. Von der Wiege bis zur Bahre brauchen die Menschen Formulare, auch Ausweisbilder, Passbilder und andere Bilder. So, wir machen ja eine Menge hier. Ihr seid hier in einem Smartphone und hier funktioniert auch alles wie in einem Smartphone. So, ich schlage gerade die Brücke von Bali zu Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen zu Bali und hier ist alles vertreten und vor ein paar Sekunden sogar die Universitätsklinik der Stadt Essen, die fett am Streiken ist. Seit Montag, also seit gestern. Heute ist der dritte, heute ist Dienstag. Heute Abend werden wieder die Rosenheim-Cops geguckt aus München. Wie gesagt, zwei Münchner, zwei sympathische Münchner, die halt auffällig wurden durch ihren Zellenblock, 2,7 Quadrat, und die auffällig wurden durch ihre YouTube und jetzt Instagram. Bei Instagram schon 1500, die da Fotos machen. Meine lieben Freunde, ihr könnt auch bei Instagram richtige Filmchen drehen, ihr könnt auch richtig live drehen und so weiter und so fort. Okay, die 6 Stunden Unterschied liegen ja nur bei uns. Da ihr eine Brücke baut in die Welt, kann es sein, dass aus allen Himmelsrichtungen, aus allen weltlichen Schichten sich die Leute dazu gesellen und sich dieses dann anschauen. Wir Sondersender NRW-TV, Ultra-HD-Web-TV, jetzt hier sind exklusiv, haben wir das aufgenommen. Wir haben mit Patrick gesprochen heute Morgen. Wie gesagt, 6 Stunden, jetzt ist es 4 Uhr morgens dort. Ich weiß nicht, ob die Herren jetzt schon wach sind. 4 Uhr morgens, kann sein, dass sie noch schlafen. Die haben sicherlich genau dieselbe Wärme. Wie gesagt, stellt euch das alles so ein bisschen vor wie River Kwai, den Film. Indonesien laufen
halt andersrum, Indonesien ist auch nicht mehr so, beziehungsweise Bali hat auch reichlich Probleme mit Plastik und alles. Also an manchen Küstenstränden sieht es fürchterlich aus. Und wie gesagt, durch Facebook, durch Instagram, durch YouTube erleben wir ja die Welt hautnah im eigenen Wohnzimmer, Kinderzimmer oder auf der Straße, Straßenbahn, Autofahren, durchs Handy bzw. Smartphone. Handy ist ein Taschentuch, was ich auch gleich, ne, das ist ein Handy, was ich auch gleich nutzen muss, weil ich habe mir wirklich einen angefangen. Seht ihr ja, Chinaöl hilft, um die Nase frei zu machen. Also wir sind ja weltlich verbunden. Wir nehmen halt internationales Zeugs, um gesunden oder zu gesunden. Wir sprechen in laufende Kamera in die gesamte Welt. Ich habe auch viele Nachrichten und viele Grüße aus Brasilien. Aus Brasilien habe ich auch, vielleicht mache ich auch eine brasilianische Sendung. Ich weiß nicht, wir sind jetzt momentan sowas von weltlich verbunden. Wir fangen an mit Hotel K, gehen über den Zellenblock in den Raum B und von da aus in die ganze Welt. Da sind wir plötzlich bei in Brasilien. Wir machen eine Riesenshow jetzt. Wir bauen es einfach mal auf. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also, auf dem Weg, wie gesagt, wenn ihr dieses Video seht, ist schon 6 Stunden, ne, seid ihr ja jetzt, ist schon, ne, ja, ist halt so, 6 Stunden Unterschied, aber egal. Ihr wart jetzt hier live bei der Arbeit, 9.30 Uhr, knapper Zeit in Deutschland, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen. Ich werde mir jetzt ein Käffchen trinken, einen brasilianischen Kaffee, ja, ist halt so, indonesischen Kaffee habe ich noch nicht, muss ich mal gucken. Auch das. Das YPO ist jetzt momentan auch unterwegs. Wir müssen ja alle uns irgendwie verdingen. Wir müssen ja alle irgendwie Geld verdienen. So einfach ist das ja alles nicht. Ja, es ist die Sommerzeit. Es ist Hitze. Auf eine Art alles wunderschön. Aber wenn dann diese Erkältung nicht kommen würden, im Sommergrippe, das ist immer so eine Sache. Egal. Wir werden jetzt das Sommerloch. Wir werden jetzt das Sommerloch auseinandernehmen. Mit Patrick und den ganzen anderen. Wir denken uns jetzt was aus, schreibt auf alles und dann schauen wir mal, was wir brauchen. Das ist die Vorankündigung für die Brücke von Bali. Wir bauen jetzt die Brücke von Kauai, wir bauen jetzt die Brücke von Bali zu Nordrhein-Westfalen. Kriegen wir hin. So, wie gesagt, war die Vorankündigung, schaut eben, wie gesagt, bauen wir ein. Und die Sendung wird natürlich nicht so gestaltet, die wird natürlich komplett anders gestaltet. Und wenn, können wir nur am Wochenende drehen, weil wir dazu Zeit haben oder Spätstunden. Wenn wir 18 Uhr haben, wisst ihr ja, 6 Stunden später. Grüße, moin. Darüber berichten wir. Bali, Sondersender, Ultra Delip TV. Auf Bali mit Drogen erwischt. So lebt Hans-Peter Naumann im Bali-Knast. Es wurde darüber berichtet, richtig, aber wir haben jetzt eine Live-Schaltung. Wir unterhalten uns live mit ihm. Nicht nur mit ihm, mit allen anderen in Hotel K. Wir machen. Panorama hat darüber berichtet. Die Hölle im Paradies. Und wie gesagt, alles ist ja möglich, wir können live schalten, ja, mit Peter Neumann. Und wir werden berichten, live schalten, wie sich es lebt auf 2,7 Quadrat. Es sind mittlerweile mehrere da, Münchner, zwei Münchner jetzt halt. Grüße. Morgen. Moin. Jetzt, wo ich ein bisschen Zeit habe und jetzt, wo ich mich mit Hans-Peter Naumann unterhalte bei Facebook. Einer, der Musik gemacht, einer, der bei Vater, Mutter gekocht, einer, der das größte Schnitzel Indonesiens hergestellt hat, ist irgendwann mal in Indonesien, kann es leider mal passieren, wenn man auffällig wird durch eine Art Größe. Man ist bekannt. Man singt auf offener Bühne, man kocht, man serviert und dann kommt jemand und hält dir eine Knarre vom Kopf und sagt, du schlucken. Tja,
Knarre, Peng, Bumm, wie bei Netflix und Co. sehen wir täglich, deswegen ist das wohl nichts Neues, was ich jetzt hier zeige. Während ich das jetzt hier zeige und während ich versuche, euch diese Sendung näher zu bringen, die wir versuchen eine Brücke zu schlagen von Bali nach Hause. Denn wir wollen Hans-Peter Naumann wieder nach Hause holen. Ein Musiker, wie gesagt, er hat viel durchgemacht. Es war der September 2014, wo er mit dem Flieger geflogen. Und was hat er gesehen? Den Zoll, die Spitze eines Vulkans und dann den Knast. Einer der berühmtesten Gefängnisse vor Ort. Ich habe alles, den Höllentrip nach Bali, die Hölle im Paradies, Martin Lanz und wie die alle heißen, die TV-Größen haben darüber berichtet. Er hat auch einen guten Anwalt gehabt, aber am Ende, ja, der Zuschauer seid ihr. Es kann euch aber auch passieren. Warum mache ich das? Weil ich helfe, ihr wisst, ich helfe, Künstler helfen Künstler. Und hier haben wir so einen Fall. Ich hatte hier jemand, der sagte, du, ich war 6 Tage im Knast in Bali, weil ich Kaugummi auf die Straße gespuckt habe. Wie das Ganze abgelaufen ist, diese Dramaturgie kann man gar nicht feststellen. Wie komme ich jetzt gerade da drauf? Ganz einfach, ich habe vor ein paar Minuten Kaugummi hier weggemacht, weil eine Kundin sagte, ui, was ist das denn? Hatte die laute Kaugummi. Weil ich hatte gerade Fotoaufnahmen mit jungen Kindern und junge Kinder sind halt, wie sie nun mal sind, unterwegs, lustig etc. Und dann kann das schon mal passieren. Aber in Bali dürfte das nicht passieren, weil in Bali, wenn du da sagst, ich war das nicht, ist das denen egal und dann warst du das. Wie gesagt, an alle Zuschauer, es ist mal wieder soweit. Wir sind jetzt hier nicht bei Star Wars, wir sind jetzt hier auch nicht bei der Community, wir sind jetzt mal wieder 1995 C-Bild, wir sind mal wieder on air, wir machen mal wieder was Ernstes, wir machen jetzt nicht Wendler gegen Wendler, kommt aber bald, ich habe mit dem Wendler gesprochen, da kommt sicherlich noch was nach, auch beim Wendler hat mir ja geholfen, beim Wendler hat man ja auch begleitet, Sat.1 und alles, aber jetzt so eine Hausnummer, so eine hohe Hausnummer für Hans-Peter Naumann und für den Christian, in die Bresche zu schlagen. Ihr seht das jetzt hier, es sieht lustig aus und ich hoffe, ihr geht mal auf YouTube. Ja? Zwei Münchner in Bali, gibt es einen. Zwei Münchner in Bali, in Zelle 7, Block B und dann, wie gesagt, Hotel K. Ja, wie gesagt, lustig soll das nicht sein, weil es nicht lustig ist. Wir haben eine Sendung vor, wir haben uns unterhalten, warum nicht? Problem ist halt, 6 schon, dort ist jetzt Mitternacht. Wir haben jetzt 6 Uhr abends hier in Deutschland und dort ist jetzt Mitternacht. Natürlich ist er wach, natürlich sieht er diese Sendung am frühen Morgen, weil meiner einer macht ja in der Nacht fertig. Bei YouTube steht es dann und ihr könnt es euch dann anschauen. An alle Kunden, die tagtäglich, die internationalen Kunden, ihr wisst, dass hier nun mal Ehrlichkeit vorliegt, hier ist ehrlich und das ist wirklich wahr. Das ist eine wahre Geschichte, die ich jetzt hier formuliere, in Augenhöhe. Das, weil es Ihnen passieren kann. Du hast einen Traum, ich habe sie doch alle hier. Ich hatte DJ Valdez hier. DJ Valdez aus Indonesien. Ja, der hat mir so viel erzählt, was da los ist, was ihm... Und er wollte hier Fuß fassen. Ich weiß nicht, ob er hier Fuß gefasst hat. Ich hatte ihn vermittelt zum WDR. Ich habe ihm seine 500 DVDs gemacht. Ich habe ihm auch seine Sachen verschenkt, weil ich auch Stewardessen der Indonesian Airlines hier hatte, die ihre Sachen hier fertig gemacht. Ihre Kinder haben hier solche Spielchen gespielt. Aber sie hat, ich weiß nicht, ob sie jetzt in Indonesien zurück ist. DJ Valdez könnte sein, dass er auch wieder in Indonesien ist. Das sind Vollblutmusiker, das sind Leute in der Öffentlichkeit. DJ Valdez zum Beispiel wird vom Militär geschützt, wenn er von der Bühne geht. So sieht's aus. Also Bali ist zwar ein Urlaubsparadies, aber Bali, da geht es richtig zur Sache. So schön wie Bali ist, im Touristenblock. Wie gesagt, der Knast ist nicht allzu weit weg vom Touristenblock. Man sieht vielleicht so ein Zipfelchen. Ja? Hans-Dieter hat, wie gesagt, den Zoll gesehen, weil es ihm schlecht geworden. Einiges hat er rausgewürgt und hat es dann natürlich versteckt. Ist klar, panische Angst, die ihn beflog und so weiter. Ihr wisst, wie in den Filmen bei Netflix, was wir tagtäglich sehen. Ich meine, das, was ich jetzt erzähle, ist eine wahre Geschichte und keine Geschichte von Netflix, die wir tagtäglich sehen. Ja, ich meine, wie ich das hier alles so gelesen habe, sah das für mich aus, weil ich nun mal Filmemacher bin. Habe ich jetzt hier ein Skript oder ist das wirklich der September
2014, wo ein Mensch plötzlich um sein Leben bangt, weil für 320 Gramm in Beutelchen verpackt, da naht die Todesstrafe. Da wird nicht gelacht. Hier würde einer lachen, Nee, in Indonesien lacht da keiner. Mit viel Geld, sehr viel Geld, um die 68.000 Euro wurde das Ganze um. Ja? 49 Jahre mal 15 Jahre ist eine Menge. Man hat kein Interesse, mit 70 plötzlich die Heimat wiederzusehen. Die Heimat ist mittlerweile auch fast indonesisch. Wir haben hier auch indonesische Einheiten. Gelsenkirchen gehört indonesisch. Wir wissen, was los ist. Wir können uns es vorstellen, was er durchmacht, wie teuer das Ganze ist. Ja? Er hat auf einem Boden gelegen. Sein Bein war durch einen Moskitostich. Ja? Also lustig ist sowas nicht. Man steht dann irgendwie hilflos daneben. Wie hilft man? Wie kann man helfen? Er hat sich angefreundet. Er hat viele Freunde jetzt mittlerweile. Auch der Christian ist ein Freund geworden. Wir mussten schon schmunzeln über die Videos, über das Sieb, was die beiden da, an sich war das ein Ventilator, aber er hat daraus ein Sieb gemacht. Ich meine, wir haben geschmunzelt, wenn die beiden nicht so sympathisch wären, würde ich jetzt auch gar nicht vor dieser laufenden Kamera sprechen. Ja, wir wollen live, wir wollen wirklich mit ihm sprechen, ihr dürft ihn live kennenlernen, ihr dürft euch selber ein Bild darüber machen, über das Grauen, über das Paradiese, Dark Side of Bali. Also wie gesagt, der September 2014, ging ein Traum an sich in Erfüllung, der in einen Albtraum endete. Ein Traum, er wollte immer dorthin, wer will nicht, mal Indonesien, Bali und das alles. Wollen so viele, wir träumen alle von irgendwas Schönem, Paradise, Cocktails. Jo, wenn wir jünger sind von nackten Mädels, ältere weiß ich nicht, da halte ich mich raus. So, ich unterhalte mich gerade mit ihm. Ne? Also er hat die 16-jährige Tochter, die noch in Deutschland ist. Ich habe auch die 16-jährige Tochter, die neben mir zwischendurch sitzt und morgen schwitzt, weil sie morgen ein Vorstellungsgespräch hat, weil sie auch in die Welt der Arbeit möchte, so wie seine auch. So, wie gesagt, Briefe zu den Präsidenten, Maischberger, Lanz, Spiegel, alle. Und trotzdem kommt man natürlich nicht nach Hause. So, wir wollen aber helfen, weil wir sind. Wir sind alle gleich. Wir sind in Augenhöhe. Uns kann es passieren. Uns kann es wirklich passieren, dass man als Schlagersänger oder als öffentliche Person, wird man eher erkannt. Oder kann es sein, hör mal, ne, dann machst du das. Ja oder nein. Ja. Es gibt immer einen Wille, ist klar. Es hätte auch gut ausgehen können, aber man weiß ja nicht, wie die malaysischen, ich sag einfach nur das Wort Netflix, die täglichen Serien, die wir da sehen. Ne? Ja, wie gesagt, es ist geschrieben worden nach Indonesien. Ach, wer alles da war, der Präsident Joko Widodo galt als Hoffnung. Ja? Mein lieber Freund, Marlboro und den Hut ist gar nicht mal so schlecht. Wir könnten ja eine Marlboro-Werbung machen. Marlboro, den Reiter, den einsamen Reiter im Hotel K, Block B, Zelle 7. Okay, bisschen lustig verpackt, tun wir es auch. Jeden Tag Marlboro. Ah, denk an die Gesundheit, denk an die Gesundheit. Wie gesagt, die schwäbische Küche eingeführt in Bali, denn irgendwas muss er ja tun. Hat er ja auch vollkommen recht. Irgendwas muss man tun in der Hölle. Wie gesagt, wir kennen also, wir können uns das, ich als Filmemacher kann mir das sowieso vorstellen, was er durchmacht und was du durchmachst, was ihr durchmacht, können wir uns, also als Filme, weiß ich, auf dem Boden liegen und so weiter und so fort. Wir haben alle irgendwo sowas durchgemacht, nur harmlos, weil wir ausgesperrt waren und gewartet haben, dass derjenige mit dem Schlüssel kam. Nur bei euch sieht das halt anders aus. Wenn da einer mit dem Schlüssel kommt, bleibt es so, wie es ist. Gott sei Dank Matratze, Gott sei Dank jetzt... 15 Jahre unschuldig, 15 Jahre unschuldig, das haut rein. Wie soll ich sagen, er hat es ja nicht bewusst getan. Er wurde ja gezwungen. Ist genauso, ne, ich lasse es sein, weil ich wollte schon wieder den BB-8 angreifen hier, um ein Beispiel zu nennen. Aber wir sind ja hier nicht bei Star Wars. Wie gesagt, es kam so lustig rüber, deswegen haben wir gesagt, dem Hans-Dieter helfen wir jetzt. Wir machen jetzt eine Sendung in Augenhöhe, wir produzieren die jetzt hier. Wir haben die Möglichkeit, wir sind hier Industrie 4.0, wir können alles gleichzeitig schalten
und walten, müssen wir nur gucken. Ja? Weil mit einem Laptop kann man eine Menge machen. Das muss nur scharf geschaltet werden. Wir müssen aber auch einen Ort finden, damit es interessant wird, damit ihr Interesse habt, das zu sehen. Ihr seht jetzt hier nur die beiden Hans, Peter Neumann und Naumann und Christoph. Ja? Christoph ist öfters da langgelaufen, um seine ehemalige Freundin zu besuchen. Jetzt sitzt er selber da. So wie ich gehört habe, aus dem Video heraus, 8 Jahre. Ja, im falschen Moment am richtigen Ort oder der richtige Ort im falschen Moment, so kann man das nennen, ist halt so. Ich meine, wir leben alle in einem Gefängnis und wir erwarten alle, dass wir da rauskommen, aber in einem richtigen Gefängnis, in Bali, auf 2,7 Quadrat mit 220 Euro im Monat über die Runden kommen, auch wenn man versucht, schmunzelhaft durch die Fernsehmedien, weil er ist berühmt, er hat Musik gemacht, er hat ein gutes Lokal geführt, er hat die größten Sachen gehabt zum Essen. Er hat sich was aufgebaut. Und dann kommt jemand vorbei und zerstört das Ganze. Und deswegen sagen wir, man muss ihm doch eine Chance, man muss allen mal eine Chance geben, wieder nach Hause zu kommen. Christoph träumt von den Bergen in München, Skifahren und so weiter. Na gut, irgendwie muss man die muss man absitzen, das ist richtig. Es ist vorgefallen. Ich meine, die Story, jeder Profi, der so eine Story auf dem Tisch hat, muss immer gucken, ist da ein Stück Wahrheit dran oder nicht. Auch Videojournalismus ist nicht so eine Sache. Wir achten auf alles. Wir achten wirklich auf alles. Hotel Kerobokan. Kerobokan ist ein tolles Buch. Ich hab das Hörspiel. Ich werde mir alles besorgen. Ich werde es versuchen. Ich versuche euch zu animieren, diese Sendung zu verfolgen. Ihr könnt selber mit Hans-Peter Naumann und mit Christian live sprechen. Das muss alles nur hingemacht. Wie gesagt, sind 6 Stunden immer Unterschied. Jetzt ist um die Mitternacht, hier ist gerade mal 18 Uhr und wir korrespondieren. Wie gesagt, seine Tochter versucht ja auch, wir versuchen alle Peter nach Hause zu holen. Ja. So, mache gerade die Sendung. Ja, ist alles live, er soll sehen, das ist live, wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Wenn Frank Wendler auch Musiker Zeit haben sollte, vielleicht macht er mit, Künstler helfen Künstler. Das war mal eine Sache, im Jahre 2012 haben wir das mal gemacht, Künstler helfen Künstler, hier war ja vieles los, Stromberg, Cobra 11, der Bulle und ach, wie alles geheißen hat. Jetzt im Moment die Stille, an sich wollte ich solche Sendungen nicht mehr machen, an sich so Star Wars mäßig, aber dafür ist es zu ernst, leider. Man kann, ich meine, wir haben es schon in der Star Wars Sendung mit Auto Rim und was weiß ich nicht eingebaut, aber die Wahrheit und nicht als die Wahrheit. Also wir versuchen eine Sendung zu machen, wenn ihr Interesse habt, schaut dazu. Eine Sendung über Drogen, Höllentrip, Bali, Träume, die platzen. Und ich, wie gesagt, ich unterhalte mich mit ihm. Ich schaue mir das an. Ich lese mir das durch. Und ja, alle, wie wir die Dreharbeiten hatten und uns durch Zufall... Nein! Du hältst nicht ab von der Arbeit. Das ist keine Arbeit, das ist für mich normal. Ne? Du sollst sehen, dass es die Wahrheit ist. Das ist schon live. Du bist gerade hier. Ich habe auch aus Sicherheitsgründen mal eben kurz ein paar Sachen ausgedruckt hier. Komm her. Ne, damit du siehst, du bist ja da als Konterfall. Ne? Dieter. Ich nenne dich einfach Dieter. Nein, es war halt unheimlich sympathisch, wie das rübergekommen ist. Und wir sind der Meinung, Deutsche gehören nach Deutschland. Und wenn man feststellt, wenn man sich richtig hinsetzt und richtig recherchiert und merkt, dass es wahr, es ist wirklich passiert, warum sollte er dann dort bleiben, wenn er ein Deutscher ist? Und ein Deutscher gehört nach Deutschland. Da kann man halt, der Prozess wurde ja gleichzeitig geführt, und dann gibt ja hier nochmal Gesetze mit Drogenvereitelung und das Ganze. Ich empfehle keinen Drogen. Keinen. Tut es nicht. Ja? Ich meine, sein Anwalt hat es auch versucht.
ein deutscher Anwalt. Wie gesagt, ich hab das Bein gesehen, die CC-Fliege hat da zugestochen, das war eine riesige Entzündung, bleibt ja nicht aus. Kennen wir alle, wir haben alle hier irgendwelche Entzündungen, weil wir hier rumspielen, weil wir irgendwie nicht saure Finger haben oder was. Aber es ist passiert. So, Norman, Peter, Hans, stört nicht. Wir haben hier live, du siehst, ich habe jetzt live hier, du hast mir ein Smiley geschickt, kannst dich noch erinnern. Morgen ist der 4. Juli in Amerika, mal schauen, am 4. Juli haue ich dieses Video raus. Ich versuche ernsthaft rüber zu kommen, ich versuche es ernsthaft zu machen. Was hat er denn, was hat er denn, was hat er denn? Na, wie gesagt, wir unterhalten uns, ich könnte den Monitor jetzt auch noch um die Ecke biegen hier. Ich werde das hier auch, ich werde recherchieren. Ich werde recherchieren und werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass hier in Deutschland die Sache rüberkommt. Ich hole mir das gerade, weil es ist zu klein. Ich gehe mal eben auf die Textur. Hier sind die Maschinen noch an. Ich kann das noch eben machen. Wie gesagt, du siehst, dass es hier live ist, diese Korrespondenz. Wird gerade so eben hier gemacht, wie das so ist. Irgendeinen falschen Knopf gedrückt und schon drehen die Maschinen ja alle am Rad. Das ist alles nicht so anders, man wird hier gestört, kann sein. Immer wenn wir brisante Sachen machen, richtig brisante Sachen machen, dann bekommen wir immer Ärger. Das ist mir schon aufgefallen, ob das jetzt hier bei Netflix ist, bei Instagram oder so. Wenn wir richtige Sachen machen, wo wir wirklich auf dem Tisch, ja, ob das Herr Lindner ist, der CDU, Christian Storch, ach, wie die alle heißen, es ist dauernd. Der Sondersender wird überprüft, das ist klar, weil wir heiße Eisen anpacken. Ja, also wie gesagt, sein Anwalt, der Papst, der Patriarch sozusagen, der nannte sich der Papst, der ihm den Revolver an den Kopf gehalten hat, gesagt, schluck, schluck, und er hat geschluckt, ist klar. Er ist dann auch geflogen, aber ist leider aufgeflogen, weil ihm wurde schlecht, ist klar, im Flieger etc. pp. Es wurde ja unter Zwang gemacht. Ja, viele Drogenkuriere, die auffliegen. Der indonesische Knast ist voll davon. So, ich hole das Ganze mal, unterbreche es kurz. Wie gesagt, ich habe alle Dossiers, ich habe die Hölle im Paradies, ich habe alles, außer Panorama. Das ist mein Beruf, ist mein Job. Ich kriege alles raus, überhaupt kein Thema. Es wird gemacht, in Augenhöhe. Und die Zuschauer, die Avia-Produktion kennen, ich bin ja schon von... Bin ja schon angerufen worden, ey Leute, was ist mit dir los? Weil Leute mich fragen, ey, du bist anders. Ich sehe, da stimmt was nicht. Ja, ich habe lange gerungen, soll ich machen, soll ich nicht machen. Ich bin aber der Meinung, ja, machen. Wir ziehen es durch. Wir helfen ja nun mal Künstler. Ja? Da 3DPO bei der einen Sache so stumm war, weil er gerade von der Bühne kam, wegen einer Transvestie-Show. Und dann trotzdem gerade hier dann dabei war, wie wir Star Wars gemacht haben. Ja, und jetzt mache ich hier, mal schauen, mit wie vielen. Eine wunderbare Sendung, live, weil alles geht. Es geht alles, wir müssen nur gucken, wie wir die 6 Stunden zusammenkriegen da und wie wir das hinkriegen. Und wann wir einmal im Monat oder zwischendurch das machen. Ja, wie gesagt, er hat Geburtstag gehabt, das ist das Geburtstagsgeschenk, jetzt hergestellt, am 4. Juli veröffentlicht. Der 4. Juli in Amerika, für dich soll auch der 4. Juli sein. Zwar nicht in Amerika, leider in Bali, du hattest Geburtstag, so Eggman. Ich lasse mir jetzt was einfallen hier. Das ist jetzt ein Bauchhaus-Geschichte. Ich habe gerade Feierabend gemacht, ich habe gerade ganz viele Kunden gehabt. Ich habe gerade auch Spaß gehabt vor laufender Kamera und so. Und deswegen ist die scharf geschaltet und deswegen mache ich die Sendung. Ja, die Sendung, ich hoffe, wir kriegen ihn raus. Eine Expertise des BGH. Von Professor Max Steller. Ich habe Herrn Neumann Version auf Herz und Nieren geprüft und es stimmt alles im Grundsatz und so weiter. Ja, ich meine, es ist alles geprüft und trotzdem sitzt er noch und deswegen sagen wir vorbei, aus, der muss nach Haus. Und daran arbeiten wir. Ich gucke mal eben, was er mir geschrieben hat, dann komme ich nur mal eben kurz zurück. So, er hat nun mal eben bestätigt hier, korrespondiert über
Facebook. So, über Facebook. So, die Tochter habe ich erwähnt, wie gesagt, auch den Anwalt und wie die Geschichte passierte. Also wir sehen, ich habe gestern noch Netflix gesehen, ich habe gestern noch Hammer und ich kann mir das wunderbar vorstellen, wie das live abläuft. Live sieht die Sache anders aus, weil live tut die Kugel weh, im Kino nicht, da steht jeder auf, aber hier nicht. So, wir wollen, dass er wieder nach Hause kommt, ab nach Deutschland. Und wie gesagt, wir wollen ihn auch vielleicht wieder singen hören. Wir wollen vielleicht auch, wenn wir Glück haben, wieder ein tolles Schnitzel von ihm gebraten bekommen. Ja, irgendwie muss man einen Menschen nach Hause bekommen, wenn sogar das Bundesgericht bzw. die Polizei, wenn die Organe wirklich alles recherchiert, alles nachgeguckt haben, die Grundlagen festgelegt haben, die Expertisen ja, auf Herz und Nieren geprüft. So. Die Schilderung ist eindeutig, die ist erlebensfundiert, unterstrichen. Sie ist wirklich so passiert. Also, wenn das stimmt und es stimmt, und wenn man sich das alles anguckt, bis auf Panorama, Panorama wollte Geld dafür, hier konnten wir gerade noch uns das besorgen vom Anwalt, wie er die Sache beschrieben hat. Es ist veröffentlicht seit 2014. Wir haben jetzt 2018, ich meine, 4 Hammerjahre in Bali, weitere 10 Jahre, das muss nicht sein. Aus schwarzen Haaren wurde schon graue Haare, zeigt also, es ist schon. Es geht an die Substanz, den täglichen Kampf. Wie gesagt, wir haben jetzt nachts in Bali, wir haben jetzt abends hier in Deutschland. Und ich versuche, das Bestmögliche daraus zu machen. Höllentrip Bali, von einem der Auszug. Das Fürchten zu lernen. Ich meine, jetzt kann man alles wunderbar schreiben beim Spiegel und so weiter, ja. Rechtsanwalt und alles zugleich, Fachanwalt für Strafrecht, der es versucht hat, ja. Und all solche Sachen. Also, der 23. Januar, ab ins Gefängnis, 15 Jahre Haft. Ich meine, so lustig war das alles nicht. Denn zuerst war auch da die Todesstrafe angesagt. Also, erstmal den Revolver am Kopf, du schluckst, du fliegst und dann. Direkt dasselbe, also ein Höllentrip nach Bali, mit ganz viel Angst im Bauch, mit ganz vielen Sachen im Magen. Das hat er nicht vertragen und deswegen ist es halt so gekommen. Man hat es gesehen, das ist auffällig. Daraus sind die spezialisiert, die sind nicht dumm beim Zoll und ja. Okay, wie gesagt, live, ehrlich, bleibt live, kriegen wir hin. Meine Uhr hat mich wieder erwischt. Die kann mit meiner Sprache nichts anfangen. Habt ihr gerade gehört. Okay, das ist sicher. Aus Versehen ist das Handy angegangen. Ich habe eine Spezialuhr hier, wo man sprechen kann. Ich habe gerade von Instagram, ein Alice Frick hat da gerade von Instagram. Wir haben jetzt, ja, also wie gesagt, alles da. Wir haben Hightech ohne Ende und mit dieser Hightech werden wir eine tolle Sendung machen, okay? Wir werden eine tolle Sendung machen, in Augenhöhe, Hell in Paradise, Hotel K, Block B, Zelle 7. Schaltet ein, wir wollen die Wahrheit, nicht als die Wahrheit, wollen wir verbreiten, wir wollen hoffen, eine Brücke zu schlagen, wie bei River Kwai, und die Leute wieder nach Hause holen, da wo sie hingehören. Unschuldig sollte man nichts absitzen, eine kleine Strafe, okay. Weil Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, das ist richtig. Aber in so einer Hölle, die da unten herrscht, Bali, Indonesien, ich kriege das hier jeden Tag mit, ich weiß das. Und wenn ein DJ Valdez, ein echter, waschechter Musiker, wenn ein waschechter Musiker schon geschützt werden muss mit Militär, könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht. Ja? Aber wie gesagt, ich habe korrespondiert mit ihm, ich habe hier alles vorliegen, ja. Wenn du das siehst, du siehst, dass ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, Hans-Peter Naumann. Wie gesagt, ich habe mit ihm gerade hier live gesprochen, sind die Live-Sachen hier. Und ich versuche das Bestmögliche zu machen. Ich werde jetzt woanders hingehen und recherchieren und mir eine Sendung ausdenken. Eine wunderbare Sendung ausdenken und dann auch alles vorbereiten. Im Moment habe ich leider hier kein Mikrofon, keine Kamera scharf geschaltet in dem Bereich.
sonst hätte ich sofort angecallt, sofort mit ihm gesprochen und ihn sofort vor die Kamera geholt. Machen wir, daran arbeiten wir, das klappt. Das ist jetzt alles hier Archiv, Archiv, Archiv. Geht bitte auf YouTube, geht YouTube-mäßig zwei Münchner in Bali ein, seht euch das an. Und bei Facebook unter Patrick Naumann könnt ihr auch mit ihm darüber sprechen. Das ist live, es kann jedem passieren. Es kann jedem passieren. Ich hatte hier, wie gesagt, die Kundin, die hat nur ein Kaugummi dahingespuckt. 6 Tage, Bali-Knast. Kein Scherz. Ich habe hier so viele Sachen schon erlebt, ich darf darüber nicht reden. Und wenn ich sowas hier lese und weil ich die Wahrheit nicht, dass ich die Wahrheit kenne, von der Wiege bis zur Ware, brauchen wir Formulare. Und ich habe hier so manches Formular gesehen. Dann gehe ich der Sache schon nach und ich bin dieser Sache jetzt nachgegangen und begrüße dich total und recht herzlich. Wie gesagt, 6 Stunden Unterschied, während ich hier sitze, da bist du schon am Schlafen so ungefähr. Aber so wie ich sehe, bist du nachts aktiv, tags wohl nicht, weil wir haben ja jetzt bei euch 12:30 morgens, Quatsch, ja doch 12:30 morgens oder nachts und ich habe 6:30 hier vor Ort. So, ich mache jetzt Schluss, du warst schon lang genug. Ja. Wir versuchen es. Ne? Wir versuchen es. Er sagt die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit. Und die sagt er schon seit 2014. Seit September. So. Und er hat sich noch niemals versprochen. Kein Mensch, der lügt, kann die Lüge sein ganzes Leben lügen. Klappt nicht. Keine Chance. Ne? Also, wir versuchen zu helfen. Bleib am Ball.